Und damit moin moin und herzlich willkommen. Und ich gucke mal ganz kurz, ob der Mikrofonbalken auch weiterhin sauber ausschlägt. Das sieht gut aus. Theoretisch solltet ihr mich hören können. Ich hoffe, praktisch ist es auch so. Neues Mikro ist dran. Ein paar Probeaufnahmen habe ich durchgemacht. Das klang alles ganz gut. Ihr müsst mir jetzt natürlich heute ein bisschen Feedback geben, ob das so passt, ob die Lautstärke sauber drin ist, ob ich keine Hintergrundgeräusche drin habe und so weiter und so fort. Ich konnte jetzt nicht einen kompletten Livestream durchtesten, sondern nur ein wenig Videoaufnahmen. Wie gesagt, das sah alles soweit ganz gut aus. Also gebt mir heute gerne Feedback, wenn es ein bisschen zu leise ist, wenn es zu laut ist, ich euch die Ohren wegblase oder irgendwelches komisches Rauschen drauf ist oder was weiß ich. Meldet euch gerne im Chat. Ich werde heute versuchen, mal ein bisschen öfter reinzugucken. Ah, ich will es aber nicht versprechen, dass ich regelmäßig mitlese. So, jetzt aber erstmal ein ganz liebes Hallo an alle, die schon da sind. An den Mickey, den Cruzalexa, den TJ Kerman, den Macro James, den Bierbauch EVB, den Neo, den Freedom Nard, den Dajin, den Senfsoße, Hamsterlein, Master Witches, Scharabel Pablone, Genervt, Averborg, Kitty und den Mind Devil. So. Sehr schön. Man hört sogar die Vögel zwitschern. Ich glaube, das Smiley bezieht sich darauf, dass das vom KSC kommt. Überm KSC ist nämlich allerbestes Wetter. Und wir hüpfen jetzt direkt mal wieder rüber zu Minmus. Wir haben dann nämlich noch was aufzugreifen. Nämlich den Versuch mit starker Gewichtsreduzierung aus dem letzten bisschen RCS-Fuel. Noch eine Annäherung an die. Nein, das ist nicht, was ich wollte. Noch eine Annäherung an die Raumstation rauszuquetschen. Mal gucken, ob das noch geht, sonst müssen wir mit dem Jetpack rüber. Hilft ja dann alles nichts. Das wird so eine klassische Nochmal-Mission. Die müssen wir nämlich nochmal machen, weil ich sie versaut habe. Weil ich da ein bisschen zu klein gebaut habe. Oder ein bisschen zu untermotorisiert trifft es eigentlich eher. Also auch bei Leistungen der Triebwerke gilt, haben ist im Zweifelsfall halt doch besser als brauchen. So, jetzt muss ich mal kurz orientieren. Wir sind hier. Die Raumstation ist dort. Wir sind in diese Richtung unterwegs. Okay. Also gerade über den Descending drüber. Der kommt in 58 Minuten wieder. Der Ascending kommt in 28 Minuten und hält knappe 0. Hält knappe 2021 Delta V für uns fest. Das mit dem bisschen bassiger kann auch daran liegen. Ich habe irgendwie, wahrscheinlich weil es jetzt langsam ein bisschen kälter wird, so ein bisschen eine belegte Stimme. Also es kann auch sein, dass das an mir liegt, dass das ein bisschen bassiger ist als sonst. Vielleicht liegt es auch am Mikro, das werden wir mit der Zeit rausfinden. Gut, also was habe ich gemacht? Ich habe an dem Ding hier alles abgetüdelt, was irgendwie so aussah, als ob man es nicht unbedingt brauchen würde und Gewicht einsparen könnte. Wir haben noch 9,57 Monopropellant. Ich habe keinen Schimmer, ob das irgendwie ausreichen wird, um uns da noch ganz ranzubringen. Ich glaube es fast nicht, aber ihr wisst ja, dass ich da so eine etwas fatalistische Einstellung dazu habe, Dinge einfach aufzugeben, bevor ich sie ausprobiert habe. Und deshalb werden der Luis und der Marvel jetzt nochmal probieren, mit ihrem letzten bisschen RCS-Fuel sich so gut wie möglich an die Raumstation anzunähern, damit sie, also ich glaube persönlich auch mit den Gewichtsreduzierungen eigentlich nicht dran, dass wir noch zur Raumstation tatsächlich mit einem Docking kommen. Dafür ist es echt ein bisschen knapp. Aber ich hätte die Hoffnung, dass wir es noch hinbekommen können, in eine gute Jetpack-Reichweite ranzugleiten, damit wir dann ohne große Gefahren einzugehen für Luis und Marvel, ja, mit dem Jetpack rüberfliegen können, ne? Genau, das wäre so der Plan. So, die Raumstation kommt da hinten auch schon. Also, die nähert sich mit großen Schritten an. Noch 138 Kilometer. Jetzt probieren wir mal RCS an. Ja, gut. Ich glaube, das scheitert schon an diesem Manöver, habe ich so das Gefühl. Aber wir müssen mal probieren, das so gut wie möglich anzugleichen.
So, und dann werden wir uns wahrscheinlich an der besten Annäherung das gute alte Jetpack schnappen und hinterher fliegen, um uns die Raumstation zu holen. Ja, also das wird nichts. Das wird im Leben nichts. Aber wir machen das Beste jetzt draus. Also die Inklination ist dann nämlich schon mal relativ gut angepasst. Ja, das läuft definitiv auf einen Spacewalk hinaus. Sehr schön. Na gut, also schön ist nicht, aber war irgendwie abzusehen. Auch ich kann leider nicht alles wieder gerade biegen, was ich versaut habe. Aber wir gucken jetzt mal, dass wir die Jungs an der guten Stelle erwischen. Also, schauen wir noch mal. Da kommen sie. Also unsere Inklination ist jetzt auch nur noch 3,2 Grad. Das ist okay. Die Jetpacks haben irgendwie so knappe 600 Delta V. Das sollte reichen, um uns der Raumstation, um der Raumstation näher zu kommen. So, die sollte mit jedem Umlauf ein bisschen näher rankommen. Wir haben übrigens noch 122 Tage, bis unsere Duna-Mission an Duna ankommt. Mit dieser kleinen Probe. Hat eigentlich jemand was bei Jack weiterverfolgt? Ich habe nur den glorreichen Absturz der einen Hover-Rover-Variante auf Eve mitbekommen. Hat das nochmal geklappt mit dem Hover-Rover auf Eve? Kann man mit dem Jetpack auf Mimbus landen? Ja, man kann auch mit dem Jetpack auf Mimbus landen. Wenn man sich Mühe gibt, geht es. Also das Schöne ist schon mal, der Geschwindigkeitsunterschied zwischen den beiden Gefährten ist überschaubar. Und hier seht ihr auch, hier haben wir noch eine Intersect von 45 Kilometer. Das wird jetzt mit jeder Runde ein bisschen weniger. Da sollten wir relativ schnell rüberjetten können. Und dann bauen wir den zwei Experten ein neues Raumschiff, mit dem wir sie abholen. An der Minmus-Station. So, hier sind wir dann auf 11 Kilometer runter und da hinten auf. Na? Nächste Runde sind's. Also hier 11. Hier 11,9. Da hat uns die Station dann aber schon überholt. Das heißt, die wird jetzt irgendwo hier zum Überholmanöver ansetzen. Und da werden wir, glaube ich, jetzt gleich mal so auf 10 Kilometer Entfernung den ersten Körbel rausschicken. Da haben wir nämlich nicht mehr so weit, um mit dem Jetpack rüber zu fliegen. Das sollte machbar sein. Ah, Jack hat es also, soweit du weißt, nicht nochmal versucht. Na gut, wir werden es dann rausfinden, wie es auf Duna funktioniert. Oder halt auch nicht funktioniert. Das werden wir dann sehen. So, ungefähr 10 Kilometer. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem Wissenschaftler. Haben wir noch irgendwelche? Ah ja, okay, das hat man schon alles umgepackt. Sehr gut, stimmt, das hatte ich mitgenommen. Sehr, sehr schön. Dann Wissenschaftler zuerst. So, loslassen, RCS an. Und dann müssen wir das mal ein bisschen ausgleichen. Wir wollen nämlich aufs Ziel zu. Also ganz normale Rendezvous-Geschichte, wie man es halt so kennt. Nur halt mit dem Rucksack. So, jetzt müssen wir einmal schauen, wie gut oder nicht gut das aussieht. Sind wir bei 12,2. Also wir kommen der Sache auf jeden Fall näher. So, Eva-Probe landet ein bisschen im Auge behalten. Ich würde jetzt mal beschleunigen, bis wir so bei 4 Eva-Probe land sind. Ah, guck mal, das sieht doch schon gut aus. 900 Meter. Müssen wir gar nicht so viel Gas geben. 900 Meter sieht gut aus. Okay, dann geben wir nicht noch mehr Gas, sondern machen lieber mal das Licht an, damit die uns kommen sehen. Denn wir sind ja jetzt große Freunde von Warnlichtern und Straßenverkehrs- bzw. maritimer Seeordnung folgenden Beleuchtungssituationen geworden. Und da muss natürlich auch ein Fußgänger sauber ausgeleuchtet sein. Beziehungsweise in unserem Fall ein Jetpackflieger. Warum fliegt denn hier ein Katzenhaar durch die Luft? Wer macht denn sowas?
Es muss Winter sein. Also, pun not intended. Ich glaube, die Katzen haben langsam wieder ihr Winterfell. Haha, pun schon wieder nicht intended. So, sehr schön. 7,9 Kilometer. Da sind wir dann bei 0,9. Jawohl, und dann haben wir noch genug Platz. Wann ist das? In 4 Minuten und ein bisschen. Sehr schön. Dann werden wir jetzt nämlich Switch to den Piloten auch direkt rausholen. Und genau das gleiche tun. Nämlich auch losfliegen. Damit wir die Kerbals dann kurz nacheinander an der Raumstation einsammeln können. Licht natürlich an. Er ist schließlich der Pilot. Da vorne ist Marvild. Also wir machen jetzt so eine kleine Gravity-ähnliche Polonaise durchs Weltall. So, wie ist es bei dir jetzt? 6 Minuten bei 2,5. Na, da musst du noch ein bisschen Gas geben. Jawohl, das sieht gut aus. Okay, ich beschleunige ihn mal auf 30 Meter hoch. So, dann bist du bei auch 0,9. Na, das sieht doch gut aus. Sehr schön. Jetzt müssen wir nur noch die einzelnen Kerbals erwischen. Machen wir wahrscheinlich am besten über Space Center. Also wir fangen mit Marvild an. Der müsste ja kurz vor Luis da sein. Sagt jetzt meine theoretische Unterstellung. Klebt bei der Bible Thump auch über dem Gesicht von Winter? Das verstehe ich nicht. Ich habe jetzt kurz drüber nachgedacht, aber ich verstehe es nicht. Ich habe heute Nacht allerdings auch nicht ge. Jetzt habe ich mal direkt gegen mein neues Mikro geschlagen, weil das andere auch das Maß hat. Ich hoffe, das war nicht allzu laut für euch. Ich muss hier noch ein bisschen klarkommen. Ich habe heute Nacht nicht so wirklich geschlafen. Ich habe irgendwie den großen Fehler gemacht. Wo sind meine Kerbals? Hearthstone wieder zu installieren auf meinem Handy und habe irgendwie heute Nacht Hearthstone gespielt. Das Addon. Was für ein Addon? Ich verstehe es gerade nicht. Das mit dem, wo ihr so Gesichter fliegen lassen könnt, oder was? Das soll aber nicht darüber kleben. Ihr könnt das sonst einfach, glaube ich, ausblenden. Müsstet ihr, wenn ihr das zumacht. Da kann man, wenn man drüber geht, müsste man das wegklicken können. Ja, wenn das natürlich so ungünstig positioniert ist, dann werde ich es vielleicht mal ausmachen. Das war ja auch nochmal so ein Versuch. Da müsst ihr mir mal sagen, ob ich das die Reactions euch irgendwelchen Mehrwert geben oder ob das einfach Firlefanz ist, der euch eh nicht interessiert. Dann kann ich es nämlich auch wieder abschalten. Das sah nur ganz witzig aus, deshalb habe ich es mal angeschaltet. So. Zack. Ha, da sind sie beide. Marvild und Luis zwischen dem Raumschiff und der Raumstation. So, Marvild ist jetzt auf 0,1 Kilometer, also auf 100 Meter ran an seiner besten Annäherung. Das heißt, wir werden Marvild dann abbremsen. Letzteres war jetzt was? Kein besonderen Mehrwert? Zack, zack, zack. So, was haben wir denn eigentlich gerade an Missionen? Minmus, Orbital Survey. Das auch mal machen. Science Data, da müssen wir heute also auch mal kurz vorbeischauen zumindest. Ja, ist Füllefanz, oder? Habe ich mir schon gedacht. Okay. Duna, kommen wir noch hin? Ja, das läuft ja vielleicht auf der Basis. Ja, und Duna Probes wird natürlich spannend. Dass alles so klappt. Ja, und den habe ich mir aus Versehen eingetreten. Na gut. Ja, dann werde ich das mal wieder ausbauen. Aber jetzt nicht mitten im Stream. Wer weiß, wie das darauf reagiert. Obwohl, warte mal, man kann da einfach draufklicken, oder? Lass mich mal kurz gucken. Vielleicht kann man es einfach abschalten. Wir driften ja hier eh gerade. Ich will jetzt nicht weiter beschleunigen. So, Live-Emote-Reactions deaktivieren. Ich weiß nicht, ob es jetzt weg ist, aber. Wahrscheinlich müsst ihr den Stream mal neu laden. Ich habe es mal deaktiviert.
So. Gut, da kommt die Station und ich glaube, ich sollte mal langsam bremsen. 1000 Meter noch. Sehr schön. Und wie dicht ist mir Luis auf den Fersen? Geht so. Also der driftet auch vorbei. Das ist das Schöne. Der ist, hat 900 Meter Abstand. So. Jetzt gucken wir, dass wir ihn hier erstmal auf eine vernünftige Geschwindigkeit bringen, damit er nicht irgendwo einen Impact mit der Raumstation erlebt. Der liebe Marvel. So, jetzt hat er noch 60 Sekunden für einen Einschlag. Und jetzt müsste Luis uns auf der Außenbahn gleich überholen, weil der doch deutlich schneller ist. Wo ist er? Da hinten kommt er. 1, 1, Kilometer. Das ist gut. Sehr schön. Sehr schön. Ihr dürft gerne Smileys im Chat machen. Zum Beispiel Kürbis-Smileys. Oder irgendwelche Katzen-Smileys, so wie es aussieht bei Master Witches. Ich glaube, das sind Katzen, wenn ich das richtig interpretiere. So. Ich gehe mal auf 5 Meter pro Sekunde runter. Sehr schön. Immer da kommt der Luis. Hui, der ist halt ein bisschen schneller unterwegs. Na, so 30 Meter pro Sekunde hat er ja drauf. Das ist natürlich schon ein bisschen was. Das sind bisschen über 100 km/h, mit denen er da angezischt kommt. Aber den bremsen wir gleich runter. Ich mache jetzt erstmal einen nach dem anderen. Und der Luis als Pilot ist elend gewöhnt. Und fliegt halt auch auf einem Kurs, der 900 Meter dran vorbeigeht. Während der liebe Marvel. So, den entschleunigen wir jetzt mal auf einen halben Meter. Jetzt ist er nämlich nah genug dran, dass wir das relativ exakt machen können. So, und jetzt gucken wir mal. Ah, hier funktioniert das wieder nicht mit dem Direktumschalten. Okay. Schade eigentlich. Switch to Luis Kerman. So. Luis macht mal eine Bremsung, damit er nicht ganz so schnell die Station verlässt. Und parallel drehen wir unseren Kurs auf die Station ein. So, das sieht aber auch gut aus. Ach, guck mal, wie sie beide im Team sich an der Station annähern. Die wird jetzt hier taktisch geentert aus zwei Richtungen, damit sich die Besatzung nicht wehren kann. Sehr gut. So. Jetzt ist der Luis auch unterwegs zur Raumstation. Haha, guck mal, wie die Schatten da unten aussehen. Sehr witzig. Raumstation und die zwei Kerbals. Einer schon ganz nah dran, einer noch etwas weiter weg. Da kommen wir. Da kommen wir, um zu erzählen, wie gut das neue Raumschiff funktioniert hat. Not. Sowas von nicht. Sowas von nicht. Ja, das machen wir gleich nochmal ordentlich. Mit echten Triebwerken und nicht mit so Kram. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Nicht besonders viel offensichtlich. Nicht so besonders viel. So. Da sieht man auch schon das Treibstofflager von der Minmus-Station. Deswegen sind wir eigentlich hier. Also die zwei sind ja eigentlich das Team oder er ist zumindest der Pilot, der sich darum kümmern soll, die Treibstofflieferungen von der Minmus-Oberfläche zu holen. So, sehr schön. Jetzt gucke ich mal, dass ich die Kamera mal in Free Mode bekomme. So. Kann ich ein bisschen besser arbeiten. Juden, jetzt hoffe ich, die haben noch Plätze für sie frei, ne? Aber müssten sie eigentlich. Würde mich wundern, wenn nicht. So. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Das wäre ihr Dockingport gewesen. Das wäre ihr Dockingport gewesen. Aber wichtigster Teil, es ist niemand zu Schaden gekommen. Also noch nicht zumindest. Ich sag's mal nicht zu laut, wir sind ja noch nicht drin. Wo ist der andere Typ? Da. 100 Meter? Nee, nee, das ist er nicht. Ah! Wo ist Marvel schon wieder hin? Marvel ist verschollen. Plötzlich wurde Luis panisch. So, jetzt schicken wir ihn erstmal in die Wohnbehälter rein. Und dann können wir uns mal um den lieben Marvel kümmern, der da wahrscheinlich irgendwo strampelnd draußen hängt und sich fragt, ob er vergessen worden ist. Zack. Sehr schön und rein. Sehr gut. Wie viele Leute sitzen da schon drin? Nur Luis. Cool. So, dann müssen wir jetzt nur noch Marvel wiederfinden. Freunde. Wo ist Marvel jetzt hin?
Der hätte da irgendwo sein müssen. Vielleicht ist er zu klein und nicht zu erkennen oder so. Hier kann ich ihn rausfiltern. Der Sauerstoff alle kann eigentlich nicht. Marvel Orbiting mit Muss. Das ist da, wo er sein soll. Aber der ist wahrscheinlich einfach im Vergleich zur Raumstation so klein, dass man ihn nicht erkennen kann oder so. Oder war, hat sich hinterm Sonnensegel versteckt. Ich weiß ja nicht, was die Wissenschaftler so machen, wenn sie Langeweile haben. Er dürfte da irgendwie jetzt so, weiß ich nicht, 70, 80 bis 100 Meter vor der Raumstation rumoxidieren. Mit seinem halben Meter Annäherung. Viel näher dürfte er noch nicht sein. So viel Weltraum, so wenig Marvel. Genau. Ach, 79 Meter. Wie gut habe ich das geschätzt, oder? Hervorragend. Ja, er ist halt echt klein. Große Station, sehr kleiner Körbel. So, dann darf der Marvel jetzt ein bisschen schneller fliegen. So, der Luis hat gerade per Funk schon mal durchgegeben. Zimmer gefunden. Andock-Koordinaten gesendet zwischen den hinteren Solarpaneelen. Und Satellitenfernsehen wird auch gerade schon ausgerichtet. So, einmal auf den Free gehen. Zack. Ah, sehr schön. Schöne Station auch. Also wir müssen unbedingt dann noch so ein paar Module in die Breite bauen, aber abseits davon ist es schon eine schöne Station. Hier müssen wir unbedingt auch noch dann so ein Expansion-Modul hinbringen. Obwohl dies moderner, was Strom angeht. Was war denn bei Minmoos? Mir fehlt noch eine Folge. Stimmt, die habe ich auch noch nicht öffentlich gestellt auf YouTube. Die ist leider tontechnisch total kacke, weil ich sie in einem Stück rüberladen musste. Sonst verschiebt sich's wieder alles. Der Fuel-Transporter war leider nicht ganz so effizient. Den müssen wir noch mal ein bisschen, ich sag mal, neu designen. Trifft's, glaube ich, ganz gut. Aber das Personal ist zumindest angekommen. Die Reste von dem anderen Gerät schwirren da jetzt im Orbit rum und werden da wohl eine Weile bleiben. Und wir bauen jetzt mal eine etwas funktionalere Version, sage ich mal, unseres kleinen Fuel-Transporters. Weil so wird das ja nix. So wird das ja überhaupt nix. Also, schöne Idee mit den Monopropellant-Triebwerken, aber wir halten mal fest, Monoprop-Triebwerke sind fürchterlich ineffizient und dann auch noch mit einer niedrigen Thrust-Rate-Ratio macht es nicht wirklich besser. Von daher, ja, wir nehmen mal als Grundlage das Original. Minmus Pendler müsste das Ding heißen, wenn mich nicht alles täuscht. Ach Gottchen, das war auch diese völlig übertriebene, wir holen sie zurück, Rakete. Ja. Können wir eigentlich auch erstmal wegoptimieren. Brauchen wir jetzt gerade nicht. Jetzt geht es erstmal darum, das Ding dahin zu bringen. Wir brauchen jetzt auch keine Landebeine. Wir brauchen diesen ganzen Firlefanz nicht. Heute mal keine Felge. Nein, wir wollen einfach nur in einem Stück dahin kommen. So. Vielleicht machen wir da ein Reaction Wheel dazwischen. So. Gut, soviel zur Rakete. Körbin, Atmospheric, bla 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 bla, 3000 und ein bisschen. Ja, stimmt, da müssen wir halt noch ein Triebwerk anbauen. Ich hoffe mal, dass es mit einer hochskalierten Variante von dem hier funktioniert. Ja, müssen noch ein paar Booster ran, aber dann ist das schon ganz okay. So. So, und ohne Atmospheric hat das 5,5. Das passt schon mal. Jetzt müssen wir hier oben mal ran. Also, ich würde ja mal sagen, dass wir das hier mal ein bisschen wegoptimieren. Und Monopropellant-Triebwerke waren es halt nicht. So, jetzt gucken wir mal, was uns hier die gute alte klassische Antriebstechnologie so gibt. Noch nicht seitlich anzubauen. Das ist also kein, ich habe hier die. Die sind aber ein bisschen. Bisschen groß. Ich guck mal kurz, ob ich Science-O-Maten-mäßig mir die kleinen Triebwerke, dieses Precision Propulsion oder wie es heißt, kaufen kann.
Die reichen für Minmus vollkommen. Also auch ohne jetzt wieder zu klein zu bauen, aber die großen brauchen wir echt nicht. Also die großen bräuchten wir nicht mal hier auf Körben. Precision Propulsion. 160 kostet der Spaß, 243 haben wir. Da sind die kleinen Triebwerke drin. Ja, man kann die auch kleiner skalieren. Aber ganz ehrlich, wir können uns mal die ordentlich kleinen kaufen. Die sind nämlich eigentlich 290. Jetzt lass uns noch mal gucken, was kosten die anderen? Was haben die anderen für eine Effizienz? 305. Okay, die sind natürlich, die FAT sind ein bisschen effizienter, ne? Lass uns mal tatsächlich den kleiner skalierenden Ansatz verfolgen. Schöne Idee. Schöne Idee. Klein skalierte FATS. Schauen wir mal, was unsere Delta-V-Kalkulation dazu so sagt. Oder unsere Thrust-Weight-Kalkulation vor allen Dingen. Also, wir hätten hier. Wo sind sie? Wo sind sie? Da. Die Jungs. So. Wenn wir die jetzt normal anbauen, dann ist das natürlich hier. Seht ihr, also man sieht schon von der Größe her, dass das keine gute Idee ist. Und jetzt machen wir mal Folgendes. Ich gebe denen jetzt mal Treibstoff. Also wir hätten auf Minmus damit eine Thrust-Rate-Ratio von zwischen 45 bis 68 Thrust-Weight. Ist ein bisschen viel. So, jetzt gehen wir mal eins runter. 9 Komma. Das ist ein bisschen arg wenig. Das ist auch ein bisschen arg klein. So sehen die doch gar nicht schlecht aus. 9 Komma. Und jetzt könnten wir ein bisschen mehr Treibstoff anbauen. Denn. Lasst mich mal überlegen. Lasst mich mal überlegen. Spricht irgendwas dagegen, noch mehr Tanks mitzunehmen? Außer, dass natürlich die Tür dadurch nicht verwendbar wird. Aber eigentlich interessiert uns das nicht. So. Wenn wir nämlich davon 4 Stück nehmen, hätten wir eine deutlich größere Kapazität an Sprit, den wir transportieren können. So, und es wäre auch immer noch gleichmäßig. Ein bisschen runter müssen wir wegen den Solarpanelen. Ganz kleines bisschen runter. So, dann stören die sich nicht, wenn die aufgepumpt sind. Unsere Fuel-Kanister. Und wir hätten immer noch eine Thrust-Weight von 6,5. Joa. Oder? Guck mal, Delta-V 2283. Dann könnten wir das Ding nämlich, wenn es vollgepumpt wäre. Gut, das hat sich dann erledigt, die Leiter auch. Die können wir dann auch. Oh oh. Die können wir dann auch abbauen. Braucht es dann nicht mehr. So, Inventory, das ganze Zeug kann auch raus. Das haben wir mit rüber geschleift. Wir haben nichts zurückgelassen, wenn ich mich recht entsinne. Müsste also alles okay sein. So, also ohne unsere ganzen Experimente sieht es auch nochmal ein bisschen entspannter aus, die wir mitnehmen wollen. So, 2000. 300 Delta V. Üp. Üp. Und wenn wir leer sind, sieht das sogar halbwegs geschmeidig aus. Und wir könnten jetzt. Ich überlege gerade, ob wir noch einen eigenen Tank machen, nur für den Flug. Oder tatsächlich mit den aufblasbaren Außentanks arbeiten, auch für unseren eigenen Treibstoff. Wäre natürlich effizienter, die wiegen halt nichts, ne? Kein Propeller. Die wiegen halt nichts. Noch irgendwo. Irgendeine andere Möglichkeit zu landen. Hätten natürlich noch das hier. Wobei ja eigentlich die Idee gar nicht schlecht war, das zu haben. Das ist natürlich aber relativ schwer, glaube ich, ne? 1,5 Tonnen. Lass uns doch noch mal kurz gucken, ob wir nicht.
wenn wir von dem Gesamtkonzept ein bisschen. Runter skalieren. So. Und einfach das, was wir da gerade hatten. Das sieht auch doof aus, ne? Ja. 1,125. Wie viel wäre da drin? Naja, berauschend wäre es nicht. Reicht das für eine Landung? Wahrscheinlich ja nicht. Okay, das heißt, optisch würden wir es auf der gleichen Ebene halten. Dann bräuchten wir aber eine Batterie. Oh. Eine größentechnisch dazu passende Batterie. Jawohl. Und dann eher so einen flachen großen Tank, um das optisch nicht völlig zu verhunzen. Und dann nehmen wir vier Antriebe mit und hätten dann 921 Delta V. Wenn wir voll betankt sind, immerhin noch. Achso, ja, die müsste man dann natürlich mal zumachen. Hätten wir immerhin noch 443, um in dem Orbit, um in den Orbit hochzukommen, brauchen wir 180, also 200 knapp. Das heißt, wir könnten das abliefern und wieder zurückfliegen, denn wir hätten dann noch knapp die Hälfte, die dann wiederum höher wird, weil wir ja abgeliefert haben. Das sieht tatsächlich nicht schlecht aus. So, die Lampe können wir natürlich auch wieder anbauen, weil wegen Lampe und so. Und ihr seid ja bestimmt auch todunglücklich, wenn ihr eure Sicherheitslampen für die Landung nicht bekommt. So, und jetzt müssen wir nur noch die Landebeinnummer nochmal überprüfen. Wir könnten es versuchen mit den Wide Landing Legs. Das wäre der Versuch dazu. Das sind nämlich theoretisch die, die auch das Hub-Modul verwendet hat. Da. Zack, ich. Extende das Ding jetzt mal. Ah, das sieht relativ gut aus. Das sieht doch relativ gut aus. Retract. So, jetzt müssen wir nur mal gucken, dass die Action Group mäßig auch wirklich auf dem Gear sind. Sind sie nämlich natürlich nicht. Toggle. Was? Extend Stabilizer, ja. Toggle Stabilizer. So. Zack. Hätten wir das. Das sieht doch vielversprechend aus, oder? Was sagt ihr? Damit könnte man doch arbeiten. Damit könnte man tatsächlich arbeiten. Ist jetzt kein Kunstwerk oder so, aber guck mal, wenn es nicht beladen ist, ist es sogar relativ okay. So, und dann kriegt das hier unten nämlich schon mal einen vorbereiteten Tankstutzen. So, da. Aber wir müssen unbedingt so einen Safe mitnehmen für die Sachen klein. Wo kommt der hin? Papa, wo packen wir den hin? Über die Treppe vielleicht? Also über die Klappe. Kommen wir da noch gut ran. Wenn das aufgeblasen ist, ja. Dann könnte man sich sogar draufstellen, wenn es aufgeblasen ist, um ranzukommen. Sehr schön. Gut. Inventory. So, dann nehmen wir hier nämlich mit einen Adapterport, also zwei, um genau zu sein. Einen Schraubenzieher, um das Ganze anzubringen. Und einen normalen Dockingport, falls wir mal irgendwo aufschlagen, wo wir keine normalen Dockingports haben. Das! Wie viel fehlt dir? 782 Liter. Na gut. This time you win, Bösewicht.
Müssen wir gleich nochmal gucken. Wäre aber auch nicht so wild. Dafür haben wir ja den Anbaustutzen da unten. Dann nehmen wir noch ein paar mehr davon mit, wenn es keinen Dockingport hat. So. Dann sind die hier leer, wenn wir hinfliegen. Zack. Und die Karre hat dann 800 und ein bisschen Delta V und hätte in Tutto Completo. Shit, ich habe mit der Lampe den einzigsten Platz belegt, an dem man hätte sinnvoll die Decoupler anbringen können. So. Ich glaube, mit Verschieben müsste das funktionieren. Ja, also Monopropellant ist in der Kapsel ein bisschen was drin. Tatsächlich könnte man überlegen, ob man noch irgendwo einen kleinen Tank dafür verbaut. Aber die Kiste wird dadurch halt auch nicht leichter. So, das müsste ungefähr mittig jetzt sein. Das ist zumindest reingesnappt. So, und jetzt müsste theoretisch, dadurch, dass ich es da nur hingeschoben habe, der Port noch frei sein. Ja. Sehr schön. Okay. Gut, dann haben wir 5.500 und ein paar gequetschte. Wollen wir auch ein bisschen Reservesprit mitnehmen in den Tanks oben? Schaden wird es ja nicht, ne? Dass man sagt, man macht die so ein bisschen zumindest, also. Aber es wird echt nicht besser. Ach, warte mal, weil ich die natürlich zu habe. So, 8.500, 8.300. 8.400, so. Boah, man kriegt nochmal 100 Delta V raus, ne? Aber ich glaube, das lohnt sich nicht. So, jetzt lasst uns mal kurz zusammenrechnen. Wir brauchen ungefähr 4.000 Delta V, also nicht mal ansatzweise normalerweise, wenn wir alles ordentlich machen, ungefähr 4.000 Delta V für den Kerbin Orbit. Und dann brauchen wir 900, also knappe 1.000, um da rauszugehen. Sind wir bei ungefähr 5.000. 5.200, 5.400 mit einer Landung. Das ist aber alles schon mit saftig Reserven gerechnet. Und da kommen eh noch Booster dran. Das sieht auch gut aus. Und wir haben eine Thrust Weight von 11,06. Ich glaube, damit kann man arbeiten. So, jetzt müssen wir uns mal angucken, wie das auf Kerbin aussieht. Da sieht das so aus, als ob wir noch mal ein paar Booster anbauen sollten. Für den Start. So, und damit wir es nicht wieder zweimal machen und mehrmals bezahlen, machen wir es diesmal auch gleich ordentlich. Denn wir wollen nur einmal noch nach Minmus fliegen. So, zack. Autostrat. Zack. Zack. Und dann sind sie gemeinsam bei 172. Maximal ein bisschen über 1,5 schon drüber, weil ich will gleich noch mal gucken wegen einem Monoprop-Tank, ob wir den noch irgendwo versteckt bekommen. Also so, dass man auch rankommt, aber trotzdem damit arbeiten kann. Falls wir es mal brauchen. Wir könnten. Das sind jetzt keine Unmengen, aber man kann Monoprop damit transportieren und die würden auch nicht so viel wiegen und uns wahrscheinlich nicht komplett die Delta V-Werte, Thrust Weight-Werte und Delta V-Werte durcheinander bringen. Indem wir sagen, wir packen hier oben relativ symmetrisch zur Seite. Ja, Probecore muss auch noch irgendwo reingedengelt werden. Dann werden wir gleich mal gucken. Ich habe, glaube ich, irgendwas, was ich radial attachen kann. Und der wird dann später abgebaut. So, ne, zwei hätte ich gerne nur. So irgendwie. Würdet ihr die schwarzen Streifen eher nach vorne zeigen lassen oder eher nach. Ich glaube, ich würde die mal in Flugrichtung machen. So. Sieht doch gar nicht so schlimm aus, oder? Dann kommen da noch die Positionslichter drauf fürs Docking. Haha, die Indicator der LEDs, ihr wisst schon. Oh ja, oh ja. Das machen wir jetzt mit jedem Raumschiff, einfach weil es viel zu cool ist, es nicht zu tun. Oh, es sieht gut aus. Guck mal. Alles ist super. So, zwei.
Will er nicht, oder? Wo steckt er denn das andere hin? Wenn ich hier eins mache, kommt das andere. Okay, hier ist. So, oder? Hä? Mal gucken, ob es so klappt. Ne, die muss ich echt einzeln anbauen. Lichter! Das ist ja was ganz Neues. Ich bitte dich! Also, selbst bei dem ursprünglichen Pendlerraumschiff ist eine Dockinglampe mit dabei. Also, das lasse ich mir nicht vorwerfen. Ich habe ja mittlerweile widerwillig, aber Einsicht gezeigt. Widerwillige Einsicht quasi. Irgendwie gibt es da keinen so echten Ansatz. Ne, das hält er auch nicht. Nicht so richtig gut funktioniert. Da geht's? Da nicht so. Auf denen kann man scheinbar nicht arbeiten. Na gut, dann machen wir es auf dem Dockingport und gucken mal, ob wir es rausgeschoben bekommen. Lass es uns einzeln machen, tatsächlich. Zack. Und zack, so. Jetzt gucken wir mal, wie wir die zurechtgeschoben bekommen. Aber was mich ein bisschen nervt, ist, dass die hier drauf nicht halten. Na gut, verschieben. Verschieben. Da ist verschieben. Ich glaube, ich mache das Fairing nochmal kurz ab. Das nervt mich gerade ein bisschen, weil es immer so auf und zu geht. Und ich nicht dran denke, dass ich vorher umschalten muss. So. Gut, mal gucken, ob wir verschiebemäßig es zumindest so aussehen lassen können, als ob die... Die sind jetzt an der Batterie, ob wir sie in der Batterie so verschoben bekommen, dass es so aussieht, als ob sie da drauf liegen. Das wäre jetzt so der Plan ungefähr. Weil eigentlich müsste es gehen. Du sollst schon den weichen Verschiebemodus nehmen. Ah, guck mal. Sehr gut. Sehr gut. So hatte ich mir das ungefähr vorgestellt. Das ist auch jetzt der am weitesten Draußen-Modus, glaube ich. Dann kann ich das nämlich schön symmetrisch machen, weil ich glaube, weiter, ja, weiter rausziehen kann man sie nicht. Cool. Zack. Wartet. Kurz. Nicht orientieren, so. Dann machen wir hier das Schwarz schön bündig mit dem Pott. Der neue Name ist dann Frosch. Was? Wieso denn Frosch? Das verstehe ich nicht. So, dass da nichts Graues mehr durchguckt. Und das machen wir jetzt hier genauso. Dann müssten die nämlich ungefähr auf der gleichen Höhe sein. Nicht ranzoomen. Irgendwie will er mich gerade nicht ranzoomen lassen. Ein winziges bisschen, ne? Jawohl. Okay. Damit kann man noch leben. So, eine Seite wird dann LED an, eine Seite grün und Mode ist bieg, 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 bieg. Und eine Seite wird rot und Mode wird auch blinky-mäßig. Hey, yes, ich glaube, so kann man das machen. So kann man das machen. Dann sieht das von vorne nämlich so aus. Gut, das ist jetzt irgendwie aus. Ne, warte mal. Ja, sogar noch mit Dockinglicht. Dann kommt hier das blinkende Gefährt durchs Weltall an und orientiert sich an der Docking-Geschichte. Sehr gut. So. LED off. LED off. Cool. Sehr schön. Dann brauchen wir jetzt noch einen Probe Core, den wir irgendwo hindengeln.
Irgendwas möglichst Schmerzfreies, ehrlich gesagt. Kann man den irgendwie radial attachen? Nicht wirklich wahrscheinlich, ne? Ich würde den nämlich nachher gerne wieder sauber und einfach abbauen können, sobald ich ihn nicht mehr brauche. Und ich glaube, dafür nehme ich mir hier hinten einfach mal die Freiheit heraus, einen kleinen Strut zu setzen. Und dann wird das später abgebaut, sobald wir in die greifbare Nähe eines Ingenieurs kommen.